Holy shit. It looks so good. I gotta make it. Alright. It either goes or just doesn't. How much do you see?
Ich rappe nur noch, wenn ich ein Konzept hab, sich das Crack-Päckchen in meinem Arsch gesetzt hab, ich den roten Faden von selbigem im Gepäck hab. Es wäre euphemistisch zu sagen, dass ich dich wack fand. Yes, yo, such und finde Pornos bei YouTube. Meine ächzende Stimme tut mich hämmerges Food Boost. Wut tot, SXT, Branding auf dem Brustkorb. Amen, religiöse Bezüge sind immer sehr gut. Ich begehe aus Wut einen Lustmord, indem sich der Dornkranz tief in den Rumpf bohrt. No homo, obwohl eigentlich schon. Die verkappte Schwuchtel in mir fordert Emanzipation. Und trotzdem hol ich die Bibel aus dem Giftschrank, verprügel dich damit auf deiner spießigen Bar Mitzwa. Und da fehlt noch ein Reim. Scheiße, sind wir wieder kontrovers. Ich bin ein OG, ein originaler Gesichtstext. Zu viele Idioten, ab heute esse ich nur noch mich zum Brot. MCs schweigen still, weil ihn sonst Vernichtung droht. Ein totalitäres Tribunal verurteilt dich zum Tod. 8-8 steht für Hip-Hop und Vollspaß. Wackness ist der Grund dafür, dass du solchen Erfolg hast. Ich meine deine Wackness und die deiner Kunden. Denn du bist kein Rapper, du bist deine Dienstleister-Nutte. Du tust genau das, was man von dir erwartet. Erwarte keine Props von mir, du bekommst einen Arschtritt. Dildo in den Mund, wenn du ihn fassen kannst. Du lässt dich ausbeuten von Label-Bossen, Klassenkampf. Du bist dumm und stresst, sei klug und chill. Es gibt endlich wieder guten Rap, sei klug und Phil. SD, sonderbar exorbitant. Meine Gedanken sind verwandt mit drei Bags und einem Blunt. Nice.